Hier irgendwo müssen wir die Stelle finden. Die waren, glaube ich, genauso wie die ganze restliche Stadt, sehr in Stein gehalten. Stelle von Windhelm, genau. Gibt es irgendwie... Ja, da. Hallo. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Rifthorn. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Mhm. Ach so, ich muss... Ja, natürlich. Hui. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Ja. Yes. Ich mag's, dass sie da zumindest eine kleine Animation gemacht haben. Das erinnert mich an diesen einen Traveling-Mod für Morrowind. Da sind diese Transportmittel, sage ich mal, wirklich betretbar gewesen. Das heißt, die Schlägschreiter, du saßt wirklich auf den Schlägschreitern, während sie sich bewegt haben, während sie Reise unternommen haben. Dasselbe war der Fall dann bei den Schiffen. Das war richtig epic. Sowas würde ich mir für Skyrim auch wünschen. Zusammen mit einem ganzen Overhaul des Reisesystems. Ich meine, wir haben die Grundlagen mit dem Creation Kit, sollte das dann also ganz leicht eigentlich funktionieren. Geskriptete Reisen sind ja offenbar auch möglich. Das hatten wir nämlich schon im Intro. Und insofern gehen wir jetzt das erste Mal nach Riften, das ziemlich klein aussieht. Stehen bleiben. Okay. Ehe ich euch nach Rifthorn lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Bitte? Wofür ist diese Steuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Was ist los? Scheiße. Es war ein Versuch wert. Hallo? Hallo, was wollt ihr denn? Ach du verdammte. Okay, damit hätte ich... Ist doch immer so, wenn ich eine schöne Stadt treffe. Immer ein Drache davor. Und der fliegt auch noch weg. Nur damit ich mit euch nicht reden kann. Ich will ganz ehrlich sein, jetzt nervt er mich gerade wirklich. Weil ich gern mit denen reden würde, um in die Stadt zu kommen. Willkommen in Rift. Was ist los? Hey, aufpassen! Hallo. Ja, weiß ich. Bla, bla, bla. Die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Ihr seid offensichtlich ein Dieb. Ich töte Diebe. Das sollte man mal den GZ-Leuten sagen. Das ist eindeutig Erpressung. Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Was? Ich hab doch gar nichts getan. Obwohl. Die Tür ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Mit dem Bauch voller Met. Mit dem Bauch voller Met. Aber unsere Brüder, die Dwemer, verhöhnten die Daedra, machten sich lustig über unsere Rituale und bevorzugten ihre Götter der Logik und Vernunft. Sagte Vivek. Rifthorn entdeckt. Ich bin schon wieder mit der Diebesgilde aneinander geraten. Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Okay. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Scheint ja ziemlich sie korrupt sind der zu Grund, sein. Weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Erin. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass ihr geht. Ihr seid das einzig Gute, was dieser Stadt seit langem widerfahren ist. Scheint keine so tolle Stadt zu sein. Hi! Besucher wie wir sind in diesem Teil von Himmelsrand ein seltener Anblick. Erzählt mir etwas über Rifthorns Diebesgilde. Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Ich dachte, es gibt den Diebeskodex. Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was meint ihr? Oh, ich hoffe, ich kann mich Ihnen anschließen. Ihr enttäuscht mich. Ich hätte erwartet, dass jemand, der nicht aus Rifthorn stammt, anders wäre. Doch es scheint, als kenne die Korruption keine Grenzen.
Dann amüsiert euch gut in der Stadt. Sie wird prächtig zu euch passen. Das glaube ich auch. Mjoll hat mir gesagt, dass es nicht überall so schlimm ist. Vielleicht mache ich mich eines Tages einmal auf und schaue nach, ob sie recht hat. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Halt's Maul. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja, dann hört mal zu. Es gibt hier nichts zu sehen. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Fremder, der seine Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen. Ist ja gut. Wer sind die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das... Schon wieder so eine... Es ist immer dasselbe. In jeder Stadt. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. In jeder Stadt, in der wir bisher waren, gab es zwei Familien, die... Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Ist der hier sauber? Ungewöhnlichen Edelstein zeigen. So einen bekommt man nur, indem man ihn stiehlt. Ihr werdet wohl besser hier reinpassen, als ich gedacht habe. Also, was wollt ihr wissen? Verratet mir, was er wert ist. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Alles klar. Wenn ihr euch gut mit ihm stellt, werdet ihr sie finden. Mhm. Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei. Hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte... Hey, ihr! Kommt her! Ich will mit euch reden. Wir haben gerade geredet. Uns. Ja, das tun wir. Du bist ja auch nicht blind oder so. Okay. Ich suche also dieses... Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Dieses Heim. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen wird? Ach ja, keine wirklich gute. Bienenstich! Marco mag Bienenstich. Yay! Aber ganz abgesehen davon... suchen wir das Heim. Vorsichtig. Warum? Helgas Herberge. Ziemlich von Sinn. Schneeschuhanwesen. Gut Riftwald. Was ist das hier? Hm. Tempel von Mara. Mara. La. Gut Schwarzdorn. Ja gut, aber ich suche... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes gut. Aber ich suche dieses Heim. Festung Nebelschleier. Da ist wahrscheinlich dann der... Komm, okay, wir verschieben die ganze Windhelm-Sache. Tut mir echt leid, aber... Hier ist halt die Diebesgilde und ich wollte Riften schon längst machen. Also tut einfach so, als hättet ihr... Als wären wir noch gar nicht in Windhelm gewesen. Haben nur die Quest zufällig bekommen. Aus... Was war das? Haben nur zufällig die Quest bekommen. Und die erledigen wir jetzt. Waisenhaus Ehrenhall. Schauen wir uns dort zuerst mal ein bisschen um. Checken ein bisschen die Lage ab. Und wenn mir die Frau nicht gefällt... Wer die Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Wird erledigt. Ja, Lord. Hallo. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier bleiben. Bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Und was sagt ihr nun? Wir lieben euch, Grelot. Danke für eure Güte. Schon besser. Und jetzt fort mit euch, ihr Gossenblagen. Ey, ich hasse diese Frau, ja? Ich würde sie eigenständig töten. Sie will nicht mal mit mir reden oder so. Was wollt ihr? Ihr habt hier nichts zu suchen. Seit dieser Aventus weg ist, ist Grelot so unglaublich wütend. Nee. Ihr. Erstmal mit dieser Constance Michel reden. Vielleicht gibt's ja zu der Quest noch eine Gegenseite. Ihr solltet wirklich nicht hier drin sein. Ist Geralt immer so? Ja, leider. Selbst die Leute in der Stadt nennen sie schon Grelot die Gütige. Ihre bloße Existenz ist sowas wie ein Dauerwitz geworden. Grelot führt das Waisenhaus, weil sie alt und festgefahren in ihren Gewohnheiten ist und kein anderes Leben kennt. Diese Kinder brauchen Liebe und Trost. Ich bemühe mich.
Ich mag dich. Aber es tut mir leid, ihr solltet gehen. Die Kinder sind nicht zur Adoption vorgesehen und es ist grausam, ihnen Hoffnung zu machen. Außerdem mag Relot keine Besucher. Okay. Ihr könnt euch sicherlich denken, was ich jetzt vorhabe. Nein. Ich will raus. Ich will nichts in der Wand schreiben. Wir werden hier draußen uns ein bisschen rasten legen und ein bisschen schlafen legen. Eigentlich werden wir nur warten. Ist ja nicht wirklich schlafen. Und wir werden nachts in das... Man muss den Kindern ja nicht den Anblick geben, ne? Also wir werden nachts ins Waisenhaus gehen und wir werden Greylaut auf diese Art und Weise dann... Weise ist gut, ne? Ja, auf diese Art werden wir Greylaut dann uns ihrer entledigen. Ach, das ist auch nachts offen, oder wie? Lydia? Ich gebe euch Deckung. Wartet hier. Wie ihr wünscht, Tane. Ist wirklich besser so. Oh, Constance, warum bist du noch wach? Warte, wir können an ihr vorbei. Och Mann, musst du in dem Raum mit den Kindern sein? Denkt ihr, die werden aufwachen? Die werden hundertprozentig aufwachen. Außer natürlich... Ich muss jetzt echt ruhig sein. Ich muss echt still sein. Speicher mal kurz. Und ich wollte diese Dreckskinder vom Anblick beschützen. Aventus hat es wirklich geschafft. Er hat die dunkle Bruderschaft dazu gebracht, die alte Grelo zu töten. Hurra, hurra! Hurra! Geht! Geht doch Wir einfach. Lieben die dunkle Bruderschaft. Hallo. Wie geht's? Du scheinst echt einen Schock davon bekommen zu haben. Er tut mir leid. Ich ergebe mich. Sie sagt jetzt nur ihr, sie weiß gar nicht, dass ich es getan habe. Ich bin nur zufällig hier gewesen. Nein, ich wollte Lydia nicht im Waisenhaus, ins Waisenhaus stecken. Hallo Lydia, komm mit. Wie ihr wünscht, Tane. Ja, ja. Ich werde euch mit meinem Leben. Dann mach es bitte und laber nicht. Laber nicht, du stinkst. Karte. Wollte ich nicht eigentlich... Naja, ist ja egal. Ich gehe ja nur dahin, um schnell die Quest abzugeben. Oder knacke das Schloss und brich ein. Also, Aventus, gibt da etwas, worüber du dich freuen wirst. Falls ich dich nochmal finde. Moment, müsste ja jetzt eigentlich im Questlog zu finden sein, die Aufgabe. Nach dem verlorene Unschuld, genau. Jetzt müsste hier wieder angezeigt werden, yep. Bringt mir aber wenig. Aber ich erkenne diesen Gang wieder. Das ist relativ gut in den Städten. Nach einer Zeit findet man sich zurecht. Also wie gesagt, dann Rest von Windhelm erstmal ignorieren. Tut mir leid, ist aufgeschoben. Meine tiefe Analyse von Windhelm. Und wir kehren zurück in Riften und tun so, als wären wir nie in Windhelm gewesen. Und? Grelot die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Sie ist tot. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Aha. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Und was habe ich bekommen? Areno-Familienerbstück. Also, gehen wir mal auf die Objekte. Gehen wir mal auf Bekleidung vermutlich. Nee, hier ist es nicht. Sonstiges? Aretino, natürlich. Wert 100.
Na, ich sag's mal so, es ist besser als nichts, ne? Ja, muss man schon sagen. Man kann diese Teile nicht drehen.